Hey Brain, was wollen wir denn heute Abend machen? Genau dasselbe wie jeden Abend, Pinky. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Der Pinky und der Brain. Heißt es hier, Duma will Berlin Annexion der DDR vorwerfen. Okay. Das heißt also, man erhebt implizit einen Anspruch auf das ehemalige DDR-Gebiet. Die Russen wollen also dann das Gebiet haben. Russische Oligarchie betrachtet auch Polen als ihr Eigentum, die Ukraine als ihr Eigentum. Man hat tatsächlich die Ukraine überfallen. Trotzdem, in der Propaganda wird das so dargestellt, als sei man selbst das Opfer. Auch das kennen wir zur Genüge. Und all diese Sachen, die wir jetzt sehen, wurden natürlich durch das West-Establishment überhaupt erst ermöglicht. Das heißt, man lancierte hier gezielt die Hilfen seit 1991, damit jetzt eben diese Bedrohung im Osten da ist. Und das kann auch richtig, richtig haarig werden, meine Damen und Herren. Die Spionage reicht nämlich in die deutsche Politik, in die deutsche Wirtschaft, in das deutsche Business. Und ich rede hier nicht nur von den diversen Energiekonzernen, sondern ich meine hier auch die SPD, die CDU, die FDP. Alle Parteien sind Ziel von östlicher Spionage. Und Deutschland ist hier in einer ganz, ganz heftigen Zwickmühle. Das hier ist nur ein Vorgeschmack von dem, was wir noch in der näheren Zukunft sehen werden, meine Damen und Herren. Also die Situation ist wirklich sehr, 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 sehr gespannt, wie eben schon verlautbart. Die Spionage ist auf einem höheren Niveau als während des Kalten Krieges. Darüber sollten Sie sich Gedanken machen. Dann hatten wir Putins Propagandaauftritt. Der russische Präsident Putin war nicht zum Gedenktag zur Befreiung von Auschwitz nach Polen gereist. Von eigenen Veranstaltungen in Moskau warnte Putin vor dem Streben nach Weltherrschaft. Also, die Russen hätten ja Auschwitz befreit. Deswegen sollen wir Deutschen oder soll man generell der Russland für ewig dankbar sein, um den Faschismus zu besiegen und die Russen in dieses große Opfer gebracht. Nachdem Russland, also Stalin, mit Nazis erst paktiert hatte und wo sich dann die ganzen Faschisten nach 1945 dann in ganz Europa eigentlich, oder in Deutschland zumindest, die Faschisten haben sich dann gewünscht, ach, hätten wir doch diesen Hitler-Stalin-Pakt behalten, so die Argumentation von den Eurofaschisten, dann wäre dieses Eurasische Riesenreich entstanden und das hätte dann den Rest der Welt erobern können. Während also in den russischen Gulags Millionen Regimefeinde verrotteten, befreite man Auschwitz. Und eroberte Ostdeutschland. Also genaue Zahlen, wie viel Stalin umgebracht hat, genaue Zahlen kennt man nicht. Weil einfach die Aufzeichnungen so schlecht waren, beziehungsweise das wollte ja nicht kaum einer noch wissen. Und es gab dann so in den Russland-treuen Kreisen, beziehungsweise in einfach Agenten-Propagandakreisen immer diese Argumentation, man darf nicht schlecht über den Gulag reden und schon gar keine Vergleiche zu dem Holocaust ziehen, weil das sei ja bloß eine deutsche Taktik, um den Holocaust zu relativieren. Geht es ja einfach um die Frage nach der Moralhoheit. Russland hat keine Moralhoheit, nur weil sie Auschwitz befreit haben. Eines der grauenvollsten Regime, meine Damen und Herren, die das 20. Jahrhundert gesehen hat. Solches systematisches Böse kann man nicht einfach mit Nationalitäten erklären oder mit irgendwelchen politischen Systemen erklären oder religiös erklären, sondern das liegt dann einfach, wird viel besser erklärt von den verschiedenen Wissenschaften, also sowohl der Psychologie als auch der Neurologie, als auch den Sozialwissenschaften und Erkenntnissen aus der Evolutionsbiologie, wie wir entstanden sind, warum wir zu solchen Sachen fähig sind, beziehungsweise manche Leute haben ganz anders verdrahtete Gehirne, diese Leute werden dann immer gerne Diktatoren. Und jetzt belehrt also dann Putin die Welt über Auschwitz und das sogenannte Streben nach Weltherrschaft.